Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier spricht wieder zu Ihnen der Sauerlandbote. Noch ohne Dialekt, das kommt alles noch. Da können wir mal so richtig einen Sauerländer Schläng raushauen. Ne? Heute möchte ich dieses Buch vorstellen. Das ist das Leben Jesu Christi in Romanform, praktisch vom Evangelisten Johannes geschrieben. Dann ist als des Weiteren ein Kapitel, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Ratschläge für das neue Leben, wie man das also, eine Gebrauchsanweisung. Die Bibel ist ja überhaupt eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Für alles gibt es Gebrauchsanweisungen. Für Waschmaschinen, PCs, Öfen, Herde. Aber nicht für unser Leben, was eigentlich kompliziert genug ist. Also, es geht um einen Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Jesus Christus. Er wurde in Armut geboren, er schrieb nie ein Buch, gründete keine Schule und stellte nie eine Armee zusammen. Heute stehen zu seiner Ehre einmal in der Woche die Räder still. Millionen von Menschen würden ihr lieben, das ist der Sonntag, der Ruhetag, oder einige feiern auch den Sabbat. Millionen Menschen würden lieber ihr Leben hingeben, als die Treue zu ihm beenden. Vor mehr als 1900 Jahren, schreibt der Autor in dem Vorwort, wurde dieser Mann im Gegensatz zu den Naturgesetzen geboren. Er lebte in Armut und wuchs im Verborgenen auf. Er war kein weitgereister Mann. Nur einmal, als er während seiner Kindheit ins Exil musste, überquerte er die Grenze seines Heimatlandes. Er war reich, weder Reichtümer hatte er noch Beziehungen. Seine Verwandten waren nur unauffällige Menschen, die keine besondere Ausbildung genossen haben. Ein König erzitterte vor ihm, und als er von seiner Geburt hörte, im Kindesalter versetzte er Gelehrten in Erstaunen. Und im Mannesalter herrschte er über Naturgesetze und Naturgewalt, indem er auf den Wellen ging, als wäre es Pflastersteine, und indem er das Bauen, das Brausen der See zum Stillstand brachte. Er heilte viele Menschen ohne Medizin und verlangte keine Bezahlung für seinen Dienst. Er selbst schrieb nie ein Buch, und doch würden alle Büchereien die Bücher nicht fassen können, die über ihn geschrieben hätten werden können. Er schrieb nicht ein einziges Lied und hat dennoch den Stoff für mehr Lieder geliefert, als alle Liederdichter zusammen es hätten tun können. Er gründete niemals eine Schule, aber selbst wenn sich alle Schulen zusammenschlössen, würden sie doch die Zahl seiner Schüler nicht heranreichen. Er stellte nie eine Armee zusammen, zog keinen Soldaten ein und feuerte nie ein Gewehr ab. Und doch hatte kein Feldherr jemals mehr Freiwillige als er, die unter seinem Befehl die Waffen erhoben und denen sich, ohne dass sie auch nur einen Schuss abgegeben haben, mehr Gegner auslieferten als jeder andere Armee. Er praktizierte niemals Psychiatrie und heilte doch mehr zerbrochene Herzen als alle Ärzte weit und breit. Am Ende der Woche stehen die Räder des Alltags still. Menschenmengen besuchen Gottesdienste, um sein Wort zu hören und ihm die Ehrerbietung
zu erweisen. Namen berühmter griechischer und römischer Staatsmänner kamen und gingen. Namen früherer Wissenschaftler, Philosophen, Theologen kamen und gingen. Aber der Name Jesu wird überall bekannter. Obwohl zwischen unserer Generation und seiner Kreuzigung 2000 Jahre liegen, lebt er immer noch. Herodes konnte ihm nichts anhaben und das Grab konnte ihn nicht halten. Er steht weiterhin auf dem Gipfel höchster himmlischer Herrlichkeit, von Gott verkündet, von Engeln anerkannt, von den Gläubigen als der lebendige Herr und Heiland angebetet, aber von den Teufeln gefürchtet. Wir werden in der Ewigkeit entweder immer bei ihm sein oder immer ohne ihm sein. Du hast die Wahl. Lies von ihm, nimm ihn auf und erzähle anderen von ihm. Das ist das Größte, was ein Mensch tun kann. Das erste Kapitel folgt jetzt. Jesus, der Sohn Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein wunderbarer Beginn, der so ähnlich anfängt wie die Bibel im ersten Buch Mose. Im Anfang war das Wort. Das ist ja so juristisch eindeutig abgefasst, dass keine Fehldeutung möglich ist. So zum Beispiel, dass alles durch einen Urknall entstanden ist, behaupten ja viele. Ich lese es nochmal vor, weil es so wunderschön und auch präzise ist. Also im Anfang war das Wort, bevor noch nichts war. Das Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Und das Wort war bei Gott, dem Vater. Und Gott war das Wort. Also der Vater und das Wort sind eins. Gott, es gibt nur einen Gott, obwohl er in drei Personen auftritt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Genau wie wir einen Körper haben, eine Seele haben und einen Geist haben, sind aber doch, ich bin ich, mit Körper, Seele und Geist und Sie auch. Drei verschiedene Wirkungsweisen einer Persönlichkeit, aber dennoch ein und derselbe Mensch. In alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also durch einen Knall kann es da ja nicht gekommen sein, wenn das hier so steht. Es ist auch unlogisch. Unsere Beobachtungen sind also der Bibel ähnlicher als dieser komischen Knalltheorie. Weil aus einem Knall kann nichts werden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Leider nur ganz wenige. Sie dürfen auch dazu gehören. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte und dass sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, das in diese Welt gekommen ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, nach Israel, zu seinem Volk, zu den Juden. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hatte nur Theater mit seinen
eigenen Volksgenossen. Nur wenige folgten ihm nach. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht und das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren ist, sind. Also wir sind nicht alle Kinder Gottes, sondern Geschöpfe Gottes. Kinder sind wir nur, wenn wir Gott als unseren Vater anerkennen und Jesus in unser Herz aufnehmen. Dann werden wir Kinder. Auch nicht durch Tradition, wie das hier steht, durch Geblüt, das Geblüt oder durch die Tradition, wenn wir in eine Kirche hineingeboren werden, dann das ist nicht so im Sinne des Erfinders, sondern wir müssen uns schon entscheiden, ob wir mit Gott leben wollen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. An Weihnachten feiern wir das ja. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Bis heute kann man Jesus noch keine einzige Lüge nachsagen. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gezeugt habe. Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, durch Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und das ist das Zeugnis des Johannes des Täufers. Da die Juden zu ihm sandten von Jerusalem Priester und Leviten und dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten, was bist du denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Guck mal, die waren zu feige selber hinzugehen, haben noch Leute vorgeschickt. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und es kam, die gesandt waren von den Pharisäern. Die fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch ein Prophet? Johannes antwortete und sprach, ich taufe mit Wasser, aber der ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der ist es, der nach mir kommen wird, dessen ich nicht wert bin, dass ich seine Schulriemen auflöse. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus kommen und spricht, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden trägt, auch ihre und meine. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt der Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel. Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, über welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es und bezeugte, dass dieser der Sohn Gottes ist. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger. Und als er sah Jesus wandeln, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und da zwei Jünger das hörten und redeten und folgten Jesus nach.
Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Die aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt verdolmetscht Meister oder Lehrer. Wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Er wohnte in Kapernaum. Ich war schon da, habe ich gesehen. Eine wunderschöne Halbinsel, herrlich am See gelegen. Naja, Wohnqualität für den Herrn aller Herren, für den guten Hirten. Es war aber um die 10. Stunde. Das ist von 6 Uhr angerechnet. 6 und 4, ungefähr 4 Uhr nachmittags. Einer von den Zweien, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgen, war Andreas, der Bruder Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt verdolmetscht, der Gesalbte, und führten ihn zu Jesus. Guck, da haben sie schon wieder einen zu Jesus geführt. So ist es am besten. Wenn man selber Jesus gefunden hat, möchte man auch andere Menschen zu ihm führen. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, was verdolmetscht Felsen heißt. Jetzt wollte ich mal bis hierhin einen Break machen. Und jetzt wollte ich mal kurz noch anreißen, was ich tun muss, um gerettet zu werden. Das hat Dr. John R. Rice verfasst. Was soll ich tun, um gerettet zu werden? In der einfachsten Form haben wir die Frage vor uns, auf die jeder Mensch die Antwort finden muss, wenn er nicht in die Ewigkeit verloren und fern von Gott zu bringen und will. Gott sei Dank, dass diese Frage wird in Gottes Wort so einfach gestellt und beantwortet, dass es jeder verstehen kann. Wir finden noch andere Fragen in Gottes Wort, die das Wohl der Seele betreffen. Und an vielen Stellen in der Bibel ist der Plan zur Erlösung klar gemacht. Aber nun an einer Stelle ist unsere Frage Wort für Wort wiedergegeben. Und an dieser Stelle finden wir auch die Antwort. Paulus und Silas waren im Gefängnis zu Philippi. Um Mitternacht sangen und beteten sie, bis Gott durch ein gewaltiges Erdbeben alle Türen aufbrach und die Fesseln zerriss, in die ihre Füße gelegt waren. Die armen Kerkermeister kamen voller Angst, um von seinen Sünden überführt zu werden, zu den beiden Predigern und stellten ihnen diese Frage: Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Er forderte aber ein Licht und sprach zu ihnen und fing an zu zittern und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie hinaus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, um dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Das ist Gottes Plan für dich. Und zur Erlösung, sein einziger Plan für jeden, der in diese Welt hineingeboren wurde. Was soll ich also tun? Lieber Zuschauer, es gibt etwas, was du tun musst, wenn du gerettet werden willst. Für diesen Kerkermeister gab es Hoffnung, denn er erkannte sich als einen verlorenen Sünder und fragte zitternd: Was soll ich tun? Lieber Zuseher, auch du bist ein Sünder in Gottes Augen. Das Wort Gottes betont das von Anfang bis Ende. Da lesen wir in Jesaja 53: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle Sünde auf ihn.
also der Vater, hat Jesus leiden lassen für dich und mich. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Der Herr ist nicht damit zufrieden, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr ist nicht damit zufrieden, dass die Sünder in dem Glauben bleiben, sie seien gut. Im Römerbrief, Kapitel, sagt das Wort Gottes ganz klar, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ein Sünder ist. Das ist die Trennung, die Erbsünde, die Trennung, die wir von Gott haben. Wir sind vielleicht nicht so böse gewesen immer und sie haben auch bestimmt noch keinen umgebracht oder schwere Verbrechen begangen, aber die Trennung ist zwischen jedem Menschen und Gott seit dem Sündenfall vorhanden. Und das schlimmste Sünde ist eigentlich, dass wir dieses Liebesangebot, das Gott uns macht, zu ihm zu kommen, Vergebung zu empfangen, dass wir das ausschlagen. Das ist, dass wir so, dass der Gegner Gottes, der will uns das immer verbauen. Der will immer sagen, das brauchst du nicht, mach's morgen oder übermorgen. Das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Lass dir Zeit. Wenn du alt bist, reicht es immer noch, wenn du in eine Rente gehst. Sofort, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Also, kommt, wenn dich das jetzt angesprochen hat, kommt zu ihm, zu Jesus. Ich habe einfach meine Knie, mich hingekniet in meinem Flur vor 40 Jahren und habe noch nicht bereut und habe Jesus eingeladen, in mein Herz zu kommen. Und dann wollte ich mal so ein Zeichen haben. Ich habe so stark geraucht. Dann habe ich gesagt, wenn du wirklich so viel Kraft hast, dann befreie mich vom Rauchen. Und dann habe ich eine noch gedreht, über den Flügel gezogen und in den Müll geschmissen. Und dann war ich frei vom Rauchen. Es war ein Wunder. Das dürfen Sie auch probieren. Beten Sie, dass Jesus in Ihr Herz kommt und dass er Sie vom Rauchen frei macht, so in der Kombination. Und dann können Sie das wirklich selber auch erleben. Oder wenn Sie irgendwelche Krankheiten haben, wenn Ihnen zum Beispiel Knie weh tut oder Arthritis haben, dann fassen Sie auf Ihr Knie und beten, in Jesu Namen möchte ich jetzt gesund werden, möchte geheilt werden. Nämlich Gott liebt Sie sehr und ein aufrichtiges Gebet verachtet er nicht. Na, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und dass Sie diese Erfahrung machen und schreiben Sie es auch unter das Video in den Kommentaren. Und Sie können auch ein Like machen oder dann mich abonnieren. Ich habe inzwischen 1250 Abonnenten. Ja, dann wünsche ich Ihnen wirklich Gottes Segen und Mut, Jesus in Ihr Herz aufzunehmen. Es wird sich dann zum Guten verändern, ich kann das bezeugen. Ich habe schon so viele Wunder erlebt, die ich Ihnen bei weiterer Gelegenheit mal erzählen werde. Also, der Trauernbote verabschiedet sich. Leben Sie wohl, Gott segne und behüte Sie. Lasse sein Angesicht leuchten über ihn und gebe ihnen Frieden.